Die Antriebsfeder des Müllers ist an sich seine Faulheit. Er kann die Energie des Wassers und des Windes nutzen, um seine Arbeit zu tun. Und das ist das kreative Element beim Müller. Er ist nicht wirklich faul. Ich bin an der Stelle geboren, wo ich über viele Jahre auch meinen Arbeitsplatz hatte. Und jetzt ist das auch der wichtigste Wohnraum im Haus, den ich da bewohne. Die Kindheit, sie fand statt im ganzen Dorf. Es war also Abenteuerspielplatz, das ganze Dorf. Und die Mühle natürlich auch. Und das, was toll war, das ist, dass ich als schon kleiner Junge mit 12 Jahren Verantwortung übernehmen durfte. Ich durfte Getreide annehmen, mit 12 Jahren im Silo einlagern, stolz wie Oskar, dass man so etwas machen darf. Wenn das Wetter es erlaubt und wenn die Qualitäten es einigermaßen erlauben, beziehen wir nahezu 100% des Getreides aus unserer Region. Die Bolsener Mühle kann in 24 Stunden an Mehl 25 Tonnen herstellen. Das ist alles. Eine Großmühle in Deutschland kann 1000 oder 1200 Tonnen an einem Tag verarbeiten. Die Welt kann langfristig nur überleben, wenn sie nachhaltig wirtschaftet. Also es bezieht sich auch übrigens nicht nur auf Landwirtschaft, sondern auch auf mein Gewerbe, also Müllerei oder Bäckerei. Nur nachhaltig aufgebaute Unternehmen werden langfristig überleben. So haben wir seinerzeit auch zunächst unsere Funktion gesehen, die Läden mit solchen Getreideprodukten zu versorgen und Brot in der Bäckerei zu backen und diese Brote eben über die gleichen Läden zu verkaufen. Die Reichweite, die Distributionsbreite, die Alnatura erreicht, ist für uns alle von großem Vorteil. Das heißt, der Markt wird an der Stelle aufgeschlossen. Die Ergebnisse unserer Zusammenarbeit sind immer noch ein Stückchen besser als das, was wir alleine uns ausgedacht haben. Das heißt, die Kooperation ist konstruktiv, fruchtbar und wirtschaftlich erfolgreich. Also, das ist eine Zusammenarbeit, die ich mir für die Zukunft auch wünsche.